mal vermuten, dass es irgendwas zwischen 400 und 2000 war, was da so sich suhlte. Weil es sehr groß ist. Ja, ja. Das wirkte groß. Das hat sich das war ziemlich erpressend. Das Zelt war voll, draußen hat man die Musik gehört, wo die anderen alle im Sand lagen. Das war so ein Chill-Out-Sonntag. Aber das war jetzt das Letzte, was ich mich erinnere, was wirklich beeindruckend groß war. Wir hatten 400 Leute in Potsdam. Da haben wir Support gemacht. Also sind wir leider nicht 400 unseretwegen gekommen, aber nächstes Mal. Aber das war ein tolles Publikum. Das war auch toll. Ja, und auch als Duo ist es ein bisschen schwierig, auf so Riesenbühnen zu kommen. Weil du halt, das ist ja minimalistische Musik, die so vom Aufbau der Songs und vom minimalistischen Arrangement lebt. Und das kann man nicht auf jede Festivalbühne raufprügeln, in der Hoffnung, dass das funktioniert, weil wir auch so eine Stimmung erzeugen, die eher dazu einlädt, sich darauf zu konzentrieren, was da passiert und nicht unbedingt jetzt so einfach nur im Gras so rumzuschwingen oder so. Ja, man sollte uns nicht zwischen The Cure und Grabstein setzen, das funktioniert nicht. Und deswegen sind wir bei so Festivals immer der ewige Support-Act oder wir spielen halt in der kleinen Lounge daneben. Das sieht anders aus, wenn wir im Schlagzeuger spielen zum Beispiel. Ab nächsten Jahr, jetzt neu im Enkel zum Beispiel. Aber ich kann das auch so verstehen, dass es so Grenzen gibt. Ich habe auch einige Festivals gesehen, wo dann jemand alleine auf der Bühne stand, so zwischen zwei Rockbands und das ist ja echt schwer. Also, weil das auf einer großen Bühne hast du einen ganz anderen Kommunikationsradius. Du musst halt, du kannst halt in so einem Raum viel mehr Intimität erzeugen und viel kleinere humoristische Sachen auch entstehen lassen so, oder benutzen. Auf einer großen Bühne funktioniert das nicht. Dieses alte Ding, so Schauspieler reißen auf großen Bühnen auch die Arme hoch, damit der Letzte sie noch sieht. Und wenn also das funktioniert schon, die Arme hochreißen. Wir müssen das mal umbauen, was wir jetzt seit 4 Jahren gemacht haben. Aber wir haben dieses nochmal schon geübt. Also okay. Unsere Musik geht auch auf großen Bühnen. Okay, und jetzt abschließend, was gibt es denn für Ziele? Habt ihr noch welche Ziele? Ja, natürlich habt ihr Ziele. Nein, das war's. Also ich habe alles erreicht. Ich habe einen Golf 2, mehr wollte ich nie haben. Sorry, das war nicht so gemeint. Nee, jetzt auf musikalischer Ebene, was wollt ihr noch erreichen? Was gibt es noch? Also dazu will ich mich auch eher technisch nicht so festlegen, dass ich jetzt sage, ich muss das und das erreichen. Es ist bisher immer gewachsen und soll weiter wachsen und wenn es das nicht mehr tut, dann werde ich Kellnern oder Zimmermädchen. Ich würde erstmal sagen, wenn es nicht weiter wächst, kann man es durchaus versuchen, dort zu halten. Es muss ja nicht immer vorangehen. Also, wenn wir ein gutes Level erreicht haben mit irgendwas. Aber ich besondere Ziele habe ich auch nicht. Weitermachen, solange es Spaß macht, das ist das Wichtigste. Mhm. Wenn es keinen Spaß mehr macht, dann quält man sich auf der Bühne. Dann merkt es das Publikum und dann ist es auch wieder. Also es soll Spaß machen und wir werden sehen, wo es uns hinführt. Jetzt wollen wir mit dem Schlagzeug erstmal unterwegs sein und werden sehen, was das bringt. Wo es uns hinführt, ob manche Bühnen sagen, toll, endlich, ja, hier mit Rockshow, wenn sie meinen. Das ist ja auch so ein Verwirklichungsding. Man kann ja, also finde ich bei Musik nicht sagen, wir machen das jetzt so und dann funktioniert es, sondern du musst, ich muss da irgendwie auch so Spaß dran haben. Und, du kannst jetzt nicht sagen, wie es nicht so nächstes Jahr schon. Und wenn ich jetzt die Band verändern will und jetzt einen Schlagzeuger spielen will, dann mache ich das eigentlich so zu 95%, weil ich das gerne möchte, weil ich irgendwie die Nase voll davon habe, immer zu zweit zu spielen. Und man denkt gar nicht so, dieses ganze Musik machen, das macht ja keiner, weil er dahinter irgendwie Geld vermutet. Also dann bräuchten wir nicht diese Art von Musik machen und uns ausgerechnet das Schwerste aussuchen, so, sondern es geht ja eher darum, kein Geld, sich quasi zu verwirklichen, so esoterisch das klingt, aber deswegen kann man so schlecht sagen, das Ziel ist Folgendes, sondern es geht immer darum, das, was du im Kopf hast, umzusetzen und erst wenn du zufrieden bist mit dem, wie das ist, dann damit vor die Leute zu treten und das ist das, was ich unter Authentizität halt verstehe. Okay. Gut, vielen, vielen Dank und noch ganz viel Erfolg beim Konzert danach. Also, ciao, ciao. 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 Die neue Casey McKenzie-Scheibe heißt Dryland und wer mehr über uns wissen will, schaut einfach auf myspace.com/
Kacy McKenzie in einem Wort, heißt KCMCKAMZIE oder kacymckenzie.com. Das sind wir im Internet. Da kommt sie angeflogen, die neue Platte. Es gibt sie nicht nur als Download oder als CD, nein, auch als Vinyl. Zum Aufklappen, die Damen und Herren. Jetzt neu Kacy McKenzie als Vinyl.